Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Ja, ich nehme gleich noch eine Folge hinterher auf. Wir sind gerade dabei, ich lasse mal laufen, unser Spiel Sex Empire zu entwickeln. Ein Aufbau-Erotik-Spiel, wo wir null Erfahrung haben. Ich wollte es einfach mal machen, weil das aktuell im Trend liegt. So, da kriegen wir wieder was. Heroes of Hell, also Horses of Hell, also Pferde der Hölle oder Höllenpferde. Und wir haben bekommen 401.844. Gut, das deckt natürlich gleich wieder einen großen Teil unserer Kosten fürs neue Spiel ab. Das finde ich natürlich immer gut. Das heißt, wir haben immer noch 2,67 Millionen. Oh, da habe ich natürlich jetzt ganz vergessen. Wir können die ja noch dazu holen, dass die Bugs einmal entfernen. Ich meine, es sind nicht viele, aber trotzdem sollte man nie außer Acht lassen, wenn man die Möglichkeit schon hat. Man gerade Parallax-Scrolling. Gut, man sieht Gameplay, da haben wir schon einiges an Punkten und auch in der Technik. Konkurrenz bringt gerade ein Golfspiel raus. Also setzen komplett auf was anderes. Schauen wir mal, was unser Spiel am Ende bringt. Aber was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall bei der Spielgröße, wir kriegen vieles rein, aber nicht mehr alles. Gut, manche Sachen braucht man natürlich nicht immer, aber es wäre vielleicht doch auch überlegenswert, mal was zu machen. Northwood Studios hat unsere Engine lizenziert. Das heißt, da werden wir auch wieder Geld bekommen. Wie viele Bugs haben wir? 19. Aber da sind die dran, das heißt, die müssten wir vielleicht auch mal noch in die Schulung schicken. Ich meine, sie sammeln natürlich Erfahrung, aber 21, 7, 25, 4 sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten Leute. Da könnte man vielleicht noch ansetzen. Gameplay, da sammeln wir Punkte. Technik, da sind wir gerade voll dran. Aber sie sind auch gerade bei der Steuerung mit der Maus. Leider immer noch so ein leichtes Kratzen, nicht dir kratzen, aber husten. Vielleicht habe ich zu viel Cola getrunken, kann natürlich auch sein. Die ganze Luft der Kohlensäure. 10 Bugs haben wir. Das heißt, die haben schon ordentlich runtergearbeitet. Ich werde es mal ein bisschen schneller laufen lassen. Okay, da Apple 2. Sorry, ich muss schon wieder husten. Wurde vom Markt genommen. Und, oh, die Sport Engine wurde wieder lizenziert. Das heißt, mit dem jetzigen Paket ist die Engine interessant für andere. Speicherpreis Boom plus 100 Produktionskosten für Konsolen. Okay. Neue Forschung, Konsole 3, neuer Kopierschutz. Das könnten wir uns natürlich gleich mal anschauen. Weil wir, was gibt's denn da? Okay, der bringt aktuell den besten Schutz, dann kaufen wir uns den mal. Hm.
46% haben wir vom Spiel. Gut, da können wir jetzt aktuell nicht wirklich mitmachen. Aber bei der nächsten Convention könnten wir mit unserem Spiel antreten. Jetzt sind es gerade am Level Editor dran. Das ist gleich das erste Spiel, wo wir so ziemlich alles reinpacken, was zum Reinpacken was geht. Isometrische 2D Engine. Ein neues Feature gibt's. Grafische Effekte. Grafiken 256 Farben H-Grafiken. Okay. Da können wir uns dann auch mal ranmachen. Baseball Superstars 2. Da haben wir 394.996 Gewinnanteil. Ja, dadurch bleibt unser Geld relativ stabil, weil wir jetzt halt immer wieder Auszahlungen auch kriegen durch die ganzen Engines. Ja, PlayStation oder GameStation, wie es hier heißt, ist da. Interessante Konsole, sicher für weitere Sportspiele oder so. Core FX ist jetzt verfügbar. PlayX ist verfügbar. Zwischensequenzen. Oh, es läuft. Quark Engine. Oh, Cyberforce 2. Die ist mit der Sport Engine gemacht worden. Nummer 778. Sorry für die Huster heute. Ganzen Abend nicht einmal gehustet. 778.097 haben wir bekommen. Das heißt, wir haben 3 Millionen. Sega hat eine neue Konsole gebracht. Kleiner Marktstand. Gut, wir haben nur ein Spiel. Da brauchen wir jetzt keinen großen Stand. Ich wollte eigentlich noch mehr Folgen aufnehmen, aber wenn ich so weiter hust, werde ich gleich mal eine Pause dann einlegen. Wir haben 6.073 neue Fans bekommen. Wir nähern uns der 30.000 Fanmarke. Neue Forschung, Konsole, Gehäuse, Generation 4. Was, die Aktenordner stapeln sich. Das heißt, Aktenschranke wollen die. Gut, wir können natürlich Schränke, einen Aktenschrank, das wäre was Billiges. Ist ja egal, wir können ja mal so Aktenschränke einbauen. Ah ja, genau, das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ich habe eine neue Maus. Wo das Scrollrad so weich jetzt geht, da kann man richtig gut arbeiten. Machen wir hier einen rein und dann könnten wir hier noch einen reinstellen und wir könnten uns selber eigentlich auch einen gönnen. So. Nero, ich sehe nichts. Nero, geh mal aus dem Bild. So. Jetzt haben wir ein paar Aktenschränke.
Wenn sich das wirklich so extrem stapelt. Okay, mit dem Spiel sind wir gleich durch. Wir arbeiten gerade an der Sprachausgabe. CD-Musik ist als Feature verfügbar. So gibt es wieder ein paar Sachen, die wir forschen können. Wir sind aktuell 1994, sind wir schon. 6 Empire. Wollen wir das Spiel veröffentlichen? Nö, ich möchte die Bugs auf jeden Fall noch rausbekommen. So, kurze Pause. Ihr möchtet, oder ihr sollt genau das Gameplay noch mal ein bisschen verbessern. Du bitte kümmerst dich schon mal um das Marketing. Wir haben ja bis jetzt immer international im Werbespot. Wollen wir mal, nein, aber wir können mal Radiowerbung probieren. Und ihr zwei geht in der Zwischenzeit mal forschen. Und ihr macht's. Genau, mach mal die Haargrafiken, 256 Farben. Und ich unterstütze mal, könnte man auch eigentlich mal machen, dass wir quasi die Marketingkampagne unterstützen. Das könnte man auf jeden Fall machen. Irgendwie mein Frosch im Hals ist. Ich verstehe es nicht. Hat Daria etwas Neues rausgebracht? So. Gameplay verbessern, sind wir gleich durch. Da haben wir schon einiges geschafft. Was macht unsere Marketingkampagne? Die läuft gut, die haben gerade nichts zu tun. Dann erforscht uns bitte die grafischen Effekte. Bankenkrise, Zinsen. Da fallen mir unsere Kredite wieder ein. Wo wir uns auch mal ranmachen könnten, das ein oder andere zurückzuzahlen, sobald wir das Spiel veröffentlicht haben. So, und dann würde ich sagen, wir bringen das Spiel jetzt raus. So, wir haben 2258 Gameplay-Punkte gesammelt. 702 Grafik, 610 Sound, 1571 Technikpunkte. Wir haben die Spielbalance noch etwas überarbeitet. Und wir haben auch ein paar Publisher, die das Spiel gerne rausbringen würden. Für Aufbau ist aber doch. Da wäre einer dabei, der hat eine große Fanbasis bei Aufbau. Allerdings ist unser Gewinnanteil nur 4 Dollar pro verkaufter Einheit. Das ist natürlich nicht so toll. Und mit dem hat man eine gute Beziehung. Und er würde uns 7 Dollar zahlen. Glaube ich, dann werde ich auf den setzen. Wir haben bei Erotik, Aufbau, Mega Drive,
Nintendo oder Mindendo, wie sie heißt, jeweils Punkte gesammelt. Wir sind die Ersten, die so eine Art von Spiel rausbringen. Ich sag mal, wir haben sicher schon Besseres abgeliefert, aber dafür, dass wir komplett blind reingegangen sind, sind 58% eigentlich ganz gut. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem Ganzen. Man sieht, wir haben auch doch 76.000 Einheiten verkauft. Und da war gerade eine Info. Nicht hier, History, Publisher, Company. Ich muss mich erst an meine Spiele. Da, Fanbriefe. Einige Fans hätten sich eine bessere Spieltiefe bei Sex Empire gewünscht. Okay. Gut, dann wissen wir das für später mal. Falls wir mal einen Nachfolger oder so machen wollen würden. So, die haben ja alle nichts zu tun. Da wäre natürlich die Überlegung, auf jeden Fall noch ein Update zu machen. Speziell bei Design, Musik. Da wäre noch Luft nach oben, wobei wir noch ein komplettes machen. Würde uns 122.000 kosten. Ja, da kann man, wenn die dann durch sind, die reinsetzen. Beziehungsweise die könnten ja schon mal anfangen. Solange die da oben noch in der Forschung tätig sind. Verkaufszahlen gingen sogar leicht noch nach oben. Wir haben mittlerweile auch schon einen Gewinn gemacht. Also man sieht, auch wenn ein Spiel nur so bei 55-56% ist, kann man damit schon Geld machen. Gut, dann könnt's hier, ja, machen wir noch ein Feature. Ne, ich möchte eigentlich noch quasi das Update gerne noch rausbringen. Das heißt, du gehst da mal wieder rüber, du kommst zurück. Mitarbeiterschulung wird auf jeden Fall auch noch ein stärkeres Thema werden. Du hast nun genug Geld, um Lizenzen zu erwerben. Spiele mit echten Lizenzen kommen meist besser bei den Spielern an. Lizenzen erwerben steht nun zur Verfügung. Okay, gibt es das hier? Spiel, Kopierschutzlizenzen erwerben. Battleship Wars, The Godmother. Jim and Jack, Buffy. Ah, da gibt es auch so Lizenzen. Dann kann man mal schauen, wie beliebt ist das Ganze. Godmother Part 3. Wir können Lizenzen verkaufen, aber wir haben aktuell nichts, was wir anbieten können. Aber wäre vielleicht auch mal eine Überlegung, mit Lizenzen zu arbeiten. Wie schaut es hier aus? Da könnte man eigentlich noch eine Marketingkampagne
Machen wir vielleicht in der Zeitschrift noch was? Meine Verkaufszahlen gehen schon runter. Da kommt wieder die Meldung mit der besseren Spieltiefe. Wo haben wir es? Genau, jetzt weiß ich, was mir einfällt. Du kannst ja eigentlich einen Spielbericht schreiben. Können wir schon mal anfangen. Es dauert dann eh wieder eine gewisse Zeit, bis der durch ist. Dann kann der schon mal die ersten Schritte machen. Marketing bräuchte man, wobei, oh gut, die sind auch so gleich durch. Dann unterstützt man auch ein bisschen die Marketing-Kampagnen. Aber du hast genug Geld, um deine Spiele selbst zu produzieren. Die Kosten sind hoch, doch der Aufwand kann sich schnell lohnen. Produktion wurde freigeschalten. Okay, dann wäre wirklich, wenn wir wirklich mal an der Zeit. Okay, Fans sind unglücklich, wenn wir kein Support-Team haben. Okay, ich glaube, das alleine ist schon ein Grund zu sagen, wir müssten oder sollten umziehen. Aber ich wollte hier jetzt eigentlich noch mal schauen, ob es da neue Fanbriefe gibt. Nicht wirklich. Genau, wir können uns hier die... sind noch die ganzen alten Fanbriefe. Vom letzten Spiel zeigt es jetzt gar nicht mehr an. Vielleicht, wenn wir die schon gelesen haben. Schauen wir nochmal, wenn wir jetzt wieder reingehen. Okay, aber gut. Das heißt, Fanbriefe. Ja, was wollte ich sagen? Nicht Fanbriefe, Fans müssen wir was machen. Wir haben einige neue Abteilungen. Also da wäre einiges zu tun. 2610 Punkte. Da können wir noch so eine Auftragsarbeit mitnehmen. Wie schaut es hier mit der Kampagne aus? Naja, nachdem wir das Update rausgebracht haben, sind die Verkaufszahlen noch einmal nach oben gegangen. Kampagne ist durch, würde ich sagen, wir machen noch eine. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Werden wir beim nächsten Mal schauen, wie wir das machen mit dem Umzug. Weil durch die Despertin kenne ich zumindest das nächstgrößere Büro, kenne ich noch. Da weiß ich, was reingeht, beziehungsweise eben was nicht reingeht. Müssen wir halt dann wirklich schauen, was es gibt. Wenn ich hier nicht auf die Büros gehe. Wir sind jetzt bei der Doppelgarage. Im alten Bürogebäude, da war ich schon mal drinnen. Da kriegt man einiges rein, aber nicht alles, was wir eigentlich bauen könnten mittlerweile. Drum wäre eine Überlegung, dass wir sagen, scheiß drauf. Wir haben das Geld und investieren in was Größeres. Entweder das kleine Bürogebäude. Kostet nicht so viel mehr, 7160. Oder wir gehen gleich aufs mittlere Bürogebäude. Weil da hätten wir dann schon Platz von 378. Kriegen natürlich deutlich mehr rein als hier. Und könnten vielleicht dann noch ein zweites Entwicklungsteam aufstellen. Beziehungsweise Konsolenforschung. Was vielleicht auch mal interessant wäre. Wir hätten einfach mehr Platz. Könnt ihr ja auch noch in die Kommentare reinschreiben,
quasi, was ihr dazu sagt, wegen Umzug. Und sollen wir uns gleich was Größeres nehmen? Also, dass wir nicht aufs Nächste gehen, sondern gleich einen größeren Schritt machen. Wir haben fast 8 Millionen. Und ich sehe auch gerade, es wäre Zeit für eine Pause. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Werde auch eine Aufnahmepause gleich jetzt einlegen. Weil mit die Huster macht es nicht viel Sinn, jetzt noch weitere Folgen aufzunehmen. Das heißt, zwei sind im Kasten. Dann warte ich mal eure Kommentare ab und werde dann die nächsten zwei aufnehmen. Das ist nämlich jetzt auch eine Neuerung, was ich jetzt beschlossen habe. Weil es mir Spaß macht, weil ich auch sehe, dass immer wieder Feedback zurückkommt, werde ich jetzt statt 3-4 Folgen Mad Games Tycoon machen. Das heißt, parallel kommt es jetzt immer mit Minecraft, Montag, wird es kommen Mittwoch, Freitag und Sonntag. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr weiter. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Mad Games Tycoon. Tschüss!